Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil zu den asynchronen Formaten mit einem Schwerpunkt auf den Input-Videos für die akademische Lehre oder die digitale Lehre. Jedenfalls eine Lehre, die Wissensvermittlung und gemeinsame Arbeitsphasen voneinander entkoppelt, indem sie nämlich Input oder die Wissensvermittlung in Input-Videos legt und die Diskussionsgrundlage und die Diskussion, auf die es schlussendlich ankommt, und das kollaborative Arbeiten in eine eigene Veranstaltungsform packt. Ganz kurz noch einmal zu dem Punkt zurück, bei dem wir im letzten Video stehen geblieben sind, nämlich hier dem Input-Video als einer Möglichkeit der Wissensvermittlung und der Möglichkeit, diese Wissensvermittlung aus den Präsenzformaten und Präsenzphasen auszulagern. Genau an dem Punkt möchte ich heute ansetzen, mit der Illustration, wie man so etwas in einer Vorlesung, und zwar einmal auf Einführungskursniveau und zum zweiten in einer thematischen Vorlesung realisieren kann. Dafür würde ich ganz gern umblenden zu einer Skizze, die ich jetzt für Sie anfertige. Und zwar zunächst erstmal starten wir mit den Einführungskursen. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und für die germanistische Linguistik, aber ich denke, dass sich das adaptieren lässt auf andere Formate. Und eine typische Einführung im ersten Semester sieht bei uns so aus, dass wir eine Vorlesung haben. Vorlesung von 90 Minuten und in dieser Vorlesung findet die Wissensvermittlung statt, und darunter haben wir Einführungskurse. Ich mache das jetzt mal der Einfachheit halber so: Einführungskurs 1, Einführungskurs 2 und Einführungskurs 3. Und diese Das ist eine Vorlesung. Hier haben wir ein Seminar und zugeordnet sind dann jeweils noch Tutorien. So sieht das Ganze in Präsenz, modellhaft aus: Tutorium 1, Tutorium 2 und Tutorium 3. Je nachdem, wie sich die Lage im Wintersemester darstellt, ist klar, dass wir die Vorlesung digital werden realisieren müssen. Das ist bei etwas über 400 Studierenden zu erwarten. Und dann ist es auch möglich, dass wir diese Einführungskurse digital realisieren müssen, was jetzt aber im Moment noch nicht ganz klar ist. Die Lage ist jetzt die, dass wir dieses Format transferieren müssen in ein digitales Format. Und zwar so, dass wir in den Inputphasen die Studierenden nicht überfordern und sie zugleich dazu ermuntern, miteinander in Kontakt zu kommen. Denn diese Austauschebene, ja, gilt es so stabil wie möglich im virtuellen Raum nachzubauen, ebenso wie diese Austauschebene. Jetzt, wie man das Ganze realisieren könnte im digitalen Raum. Vielleicht so viel. Ich male jetzt mal einen typischen Block, zeitlichen Block, den wir realisieren können. Also es handelt sich hier immer noch um die Einführung. Und hier hatte ich vorgeschlagen, dass wir ein Input-Video machen mit 45 Minuten. 45 Minuten. Dem zeitlich nachgeordnet findet ein Einführungskurs statt. Dann folgt wieder eine Inputphase mit 45 Minuten. Ja, haben wir 90 Minuten. Und Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz so rutschen, sonst sieht man das nicht mehr. Wieder einen Einführungskurs. EK1 ebenfalls mit 90 Minuten. Wie man sich das Ganze jetzt vorstellen kann, ist, wenn wir diesen Einführungskurs in Präsenz realisieren, ist alles gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Vorlesungsteil,
digital wird stattfinden müssen und dieser Einführungskurs in Präsenz stattfinden kann. Diese Einführungskurse, diese Sitzungen jeweils, bereiten Sie dann vor mit Lektüre und mit dem Input-Video. Ja, dasselbe findet hier statt. Und schlussendlich gibt es hier noch ein Tutorium 1, das auf den Einführungskurs reagiert. Und jetzt können Sie Folgendes realisieren. Das ist im digitalen Raum ganz anders möglich als in der Präsenz, nämlich die Verklammerung zwischen den digitalen Inhalten bleibt während des gesamten Semesters bestehen. Das heißt, Sie können diese Inputphasen beliebig oft wiederholen und miteinander in Beziehung setzen. Und zwar so, dass Sie immer je auf das eine oder das andere verweisen und sich auch so Zusammenhänge im digitalen Raum möglicherweise später einstellen. Und mit diesen Effekten kann man aber arbeiten. Also, was passiert hier in dieser Phase? Folgendes, zunächst einmal Wissensvermittlung. Mit dieser Wissensvermittlung können Sie aber dieses Einführungsseminar, was hier stattfindet, nicht entsprechend vorstrukturieren. Dafür brauchen Sie noch zwei andere Aspekte, nämlich Sie sollten aktuelle Beispiele zur Diskussion stellen und diese fragend vorstrukturieren. Und dazu auffordern, sich im Einführungskurs dazu zu verhalten. Und das Zweite, und diese Vorstrukturierung, fragende Vorstrukturierung, bereitet schon eins vor, nämlich Arbeitsaufträge für den Einführungskurs. Das heißt ganz konkret drei Fragen, die sich mit dem aktuellen Material auseinandersetzen, die dann möglichst auch kontrovers diskutiert werden können und zum Beispiel auch kleine Rechercheaufträge oder ähnliches beinhalten. In diesem Einführungskurs, der dann in Präsenz möglicherweise stattfindet, geben sich dann folgende Möglichkeiten, die es so in der Form vorher nicht gab, weil man dann nochmal das Wissen wiederholt hat und so weiter und so fort. Nämlich, hier können Teilaufgaben in Gruppen realisiert werden. Es ist weiter möglich, kleinere Präsentationsaufgaben zu vergeben und man kann schlussendlich diese Prozesse dokumentieren lassen. Das sind Möglichkeiten, wie man hier in diesem Einführungsseminar zu einer gemeinsamen und kollaborativen Arbeit anregt. Hier ist alles möglich, Protokolle abfertigen und so weiter und so fort. Und im Tutorium kann man Unterstützung von Arbeitsaufträgen und, Achtung, gleichzeitig, wenn das entsprechende Material da ist, deswegen mache ich das mal so mit gestrichelter Linie, das neue Thema vorbesprechen. Also das heißt, so dass sich hier eine Schlaufe ergibt, die recht komplex ist, die aber Studierende nicht nur in eine rezeptive Haltung eines Konsumenten versetzt, sondern sie aktiv in der Erarbeitung eines Themas begleitet und unterstützt. Jetzt ist es so, dass idealerweise dieses Einführungsseminar und das Tutorium in Präsenz stattfinden können. Das wissen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann gäbe es hier auch noch die Möglichkeit, zumindest an der TU Dresden, in die Matrix auszuweichen. Und hier lassen sich
ebenfalls Gruppen definieren. Hier kann man Präsentationsaufgaben realisieren und noch ganz andere, hat noch ganz andere Möglichkeiten der Dokumentation. Mit anderen Worten, egal ob diese Formate in Präsenz oder im digitalen Raum stattfinden werden, man kann sich sehr gut vorbereiten, wenn man diese Aspekte, nämlich die Auslagerung der Wissensvermittlung, von vornherein löst, und zwar so, dass es keine Probleme in der Kommunikation gibt. Sie sehen schon, das Ganze ist ein wenig komplexer als dieses Modell für die Präsenzlehre, aber Sie haben natürlich hier ganz andere Phasen der Aktivierung im Bereich der Einführung, des Einführungskurses und der Tutorien. Dadurch, dass Sie als Lehrender nur noch Moderator dieser Prozesse sind und nicht frontal Wissen vermitteln. Ich habe das persönlich als sehr angenehm empfunden, so zu arbeiten, und kann tatsächlich nicht sagen, dass diese Reduktion dieser Input-Phase dazu geführt hätte, dass die Studierenden schlechter vorbereitet in die Prüfung gegangen wären. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass sie sich selbst in Lektüre und im Input ein Thema erarbeitet haben mit spezifischen Arbeitsaufträgen und vor allen Dingen dem Anschluss an aktuelle Beispiele, ist es so, dass sie hier sehr viel aktiver in diese Kommunikationsphase in den Einführungskursen gegangen sind. Jetzt exemplarisch haben wir das einmal durchgespielt, zum Beispiel für das Wintersemester, und jetzt kommen wir zu dem Vorteil im jedem weiteren Semester, wenn wir hier von der stabilen Einführung reden, gehen wir davon aus, dass jemand wie ich 8 SWS hat. Ja, und mit 8 SWS ist exakt dieses Modell abbildbar. Gehen wir mal optimistischerweise von 300 Studierenden aus. Dann sitzen in der Vorlesung 300 Studierende und in den Einführungsseminaren jeweils 100. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Wenn Sie allerdings die Wissensvermittlung auslagern, ja, dann ist es so, dass hier theoretisch ein vierter Einführungskurs dazu käme. Genau, und jetzt teile ich nicht. Und jetzt kommen wir hier auf insgesamt 75 Personen. Was immer noch sehr viel ist, aber insgesamt die Arbeitsmöglichkeiten in den Einführungskursen doch verbessert. Wenn man jetzt noch ein wenig Deputat dazu schießt, sehen Sie, wie sich schlagartig die Arbeitsmöglichkeiten in den Einführungskursen in der Präsenz verbessern. Denn Sie haben immer vorgelagert die asynchronen Inhalte, die Sie in den Einführungskursen vorschreiben können, für das Sie allerdings kein Deputat mehr zurückhalten müssen, ja, denn das Ganze ist einmal erarbeitet, und vor allen Dingen keine großen Vorlesungssäle. Der Vorteil an dieser Stelle ist, dass man tatsächlich dann flexibler reagieren kann, auch bei größeren Raumbedarfen, die man möglicherweise hat. Und ebenfalls, dass man die grundständische Lehre in qualitativ wesentlich verbessert. Also es ist mitnichten so, dass man durch ein solches Format die Möglichkeiten der Präsenzlehre beschneiden würde. Ganz im Gegenteil, es wird so ein sehr viel intensiverer Arbeitszusammenhang möglich, der je auf nochmal eine weitere Gruppe reagieren muss, während es hier eine relativ homogene Gruppe von 300 Studierenden ist, von der auch nicht sehr viele Widerworte zu erwarten sein werden in einer Vorlesung. Gut, so viel zur Einführung. Kommen wir jetzt noch einmal zu der thematischen Vorlesung. Die thematische Vorlesung sieht demgegenüber sehr viel entspannter aus. Ich hatte das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, hatte ich das schon erwähnt, wie das, Moment, das schreibe ich jetzt mal hier oben drüber, damit es hier nicht zu thematische Vorlesung. Hier ist es so, dass ich im Moment ein Modell präferiere, das sich wie folgt darstellt. Und das ist in der letzten Sitzung ja auch schon in dem letzten Video schon angeklungen. Und zwar habe ich ein
den thematischen Input voraufgezeichnet. Ja, der hat einen Umfang von 45 Minuten und dann erlaube ich mir noch 45 Minuten Diskussion. Und währenddessen, also hier haben wir den Input und hier haben wir den Austausch. Und ich lasse während dieser ganzen Zeit den Chat laufen und frage meine Studierenden in jeder Sitzung, ob sie lieber eine Konferenz oder einen Chat möchten für diesen Austausch. Auch das gibt Freiräume in der Planung und in der Umsetzung. Und es ist wiederum so, dass immer diese Inputphasen als Konserven aufeinander verweisen und so sich ein thematisch geschlossener Kern ergibt, der sich dann auch erhalten und weiterverwenden lässt, auch wenn ich davon noch keinen Gebrauch gemacht habe. Es gibt aber neben diesem Format noch ein anderes und das würde ich, kann ich Ihnen auch empfehlen. Gehen wir mal davon aus, Sie würden Ihren thematischen Input vorproduzieren und er liegt nicht in dem zeitlichen Slot und wir sind bei 45 Minuten. Dann hätten Sie einen zeitlichen Slot von 90 Minuten zur Verfügung für die Präsenzphase, also für den Austausch, wenn man so will, oder für das Üben, je nachdem, was Sie machen möchten. So, das setzt natürlich in der Vorbereitung etwas an Aufwand voraus, denn diese Einheiten müssen Sie vorproduzieren und das ist nicht deputatswirksam. Allerdings, aus meiner Perspektive, kann man das Experiment einmal wagen, wenn man zumindest nicht auf einer Hochdeputatsstelle mit 16 SWS sitzt. Aber gerade da würde es sich langfristig auszahlen. So, schauen wir mal, also das wäre ein Format. Und jetzt hätten Sie die Möglichkeit, dass Sie sagen, 90 Minuten für den Austausch eines vorgefertigten Inputs, der dann wieder sich aufeinander beziehen muss, wie in der Form, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. Also das heißt mit einem Aufgabenteil und so weiter und so fort, wenn Sie das voneinander entkoppeln. Aber Sie hätten dann hier die Möglichkeit zu sagen, ich nutze 45 Minuten für die Diskussion und den Austausch zum Stoff und biete hier 45 Minuten individuelle Betreuung an für Studierende, die aus der Vorlesung heraus noch persönliche Fragen haben. Also wenn Sie so wollen, haben Sie hier den Input ausgelagert, Sie haben hier den Austausch und hier hätten Sie so etwas wie eine thematische Sprechstunde, ja, oder eine Einzelfall-Diskussion. Ja, also wie dem auch sei, auch hier verweisen natürlich die Input-Videos aufeinander und es lässt sich eine Kette im Semester realisieren, so dass Sie immer wieder auf dieses Material zurückgreifen können, wenn Sie denn ein Thema nochmal zum Gegenstand einer Vorlesung machen möchten und diese Vorlesung nicht noch einmal überarbeitet werden muss. Soll heißen, je höher Ihr Deputat ist, also je höher das Deputat ist, das Sie unterrichten müssen an der Universität, umso effektiver kann es sein, auf diese Art und Weise zu arbeiten und sich zum Beispiel wie hier angedeutet, einen Teil Ihres Deputats dafür aufzuwenden, die Kursgrößen zu reduzieren. Ich weiß, das sollte nicht das oberste Ziel sein, allerdings kann das Ihnen die Arbeit erleichtern, wenn Sie zum Beispiel im Hochdeputat unterrichten. Und nochmal ganz zurück zur Einführung. Wenn Sie zum Beispiel in einem Hochdeputat mit 16 SWS unterrichten, und sich Ihre Inhalte für die Einführung nicht dramatisch ändern, ist es auch gut möglich, diese Einführung Semester für Semester zu verwenden und nur bei Bedarf zu aktualisieren. Das hat den Vorteil, dass Sie sich vor allen Dingen um diesen Teil, das heißt die Frage der Wissensvermittlung, die aktuellen Beispiele und vor allen Dingen die Gestaltung von Arbeitsaufträgen je nach Art dieses Einführungskurses und der Zusammensetzung dieses Einführungskurses kümmern können, da, wie gesagt, der thematische Input steht.
Gut, kommen wir, damit dürfte eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, erst einmal alles geklärt sein und die Rolle von Input-Videos in Einführungsvorlesungen und in thematischen Vorlesungen geklärt sein. Und ich springe jetzt noch einmal ganz kurz zurück auf die Präsentation. Und damit hätten wir diesen zweiten Teil, der jetzt für die Input-Videos relevant ist, zusammengefasst. Ich würde ganz gern in den nächsten Videos mich um andere asynchrone Formate noch bemühen, nämlich zum Beispiel die Arbeit mit Audiofiles, kommentierten Präsentationen oder auch die Arbeit mit Podcasts, sodass man dann noch auf andere Möglichkeiten der Aktivierung von Studierenden setzen kann. Sie sehen aber hoffentlich, dass diese Form der hochschuldidaktischen Arbeit nicht sehr viel damit zu tun hat, wie man traditionellerweise in Vorlesungen und Einführungskursen unterrichtet, denn die Loslösung und die Herauslösung der Wissensvermittlung aus der Präsenzlehre ist ein Spezifikum dieses Ansatzes und anderer Blended Learning Formate, um das jetzt mal so zu sagen. Und sie entlastet sie mittel- und langfristig als Lehrende, denn sie haben Ressourcen und Kapazitäten für andere Formen der Auseinandersetzung mit ihren Studierenden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das immer mit großem Gewinn so gemacht und auch von Studierendenseite ist es honoriert worden, dass man auf diese Art und Weise arbeitet und sich gemeinsam mit bestimmten Fragen und Themen beschäftigt und mit diesen auseinandersetzt. In einer Form, wie man sie zum Beispiel in klassischen Vorlesungen mit 90 Minuten Frontalphase an und für sich nicht kennt. Auch das kann ein Signum einer Wissenschaftskultur der Digitalität sein, dass sie nicht alte Veranstaltungsformen ablösen will, aber sie sachte und sorgsam reformiert, um neue Möglichkeiten der Ausbildung und des Studiums zu ermöglichen. Für die Skeptiker unter Ihnen, die sagen, 45 Minuten Input reichen hinten und vorne nicht, um ein Thema zu erschließen, überlegen Sie sich, wie Sie die restlichen Inhalte und die restlichen Themen zum Beispiel in eine gemeinsame Arbeitsphase legen können, die Sie dann noch einmal mit einem Tutorium absichern. Ich würde meinen, dass in den wenigsten Fällen diese Reduzierung zu tatsächlichem Defizit führt und schon gar nicht ist eine einfache Aufrechnung im Sinne von, wenn ich jetzt hier die Sitzungen halbiere, dann brauche ich 2 Semester, um den Inhalt zu vermitteln. Ich kann nur empfehlen, darüber nachzudenken, welche Inhalte man tatsächlich favorisiert für so ein Input-Video und welche Inhalte man zum Beispiel in gemeinsame Arbeitsphasen auslagert. Nur von einer ganz anderen Seite wird in diesem Semester das relevant, denn das Semester in Dresden wird verkürzt sein, von 14 auf 12 Wochen heruntergesetzt. Wir starten 2 Wochen später und hören aber pünktlich mit der Prüfungsphase, so wie sie festgelegt war, auf, sodass ich da auch aus anderer Perspektive nochmal die Notwendigkeit ergibt, bestimmte Inhalte verknappt im Wintersemester zu realisieren. Also so, dass sie so oder so gezwungen sind, über den Aufbau von Vorlesungen nachzudenken. Gut, das soll es für heute gewesen sein mit diesem zweiten Input-Video zu den asynchronen Formaten in der digitalen Lehre. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen, auf die Kommentare und bin bis zum nächsten Video und bis dahin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.